Moin. Jo, und willkommen zum zweiten Verkaufsvideo. Ja, ich verkaufe gerade für einen Messerbuddy ein paar Messer. Und das erste Verkaufsvideo, da ging nur fixt über den Tisch. Das werde ich euch mal in die Videobeschreibung, ich werde euch mal den Link in die Videobeschreibung packen. Checkt das mal aus. Da sind vermutlich noch ein paar Bändermodelle übrig. Ja, vielleicht ist da irgendwas dabei für euch. Und ihr erfahrt überhaupt was zu dieser Aktion noch. Ich werde auch in der Videobeschreibung noch ein paar Infos reinpacken, wie das hier abläuft. Was die Messer kosten, findet ihr da auch. Und ja, checkt das einfach mal ab. Und sollten sonst noch Fragen übrig bleiben, dann meldet ihr euch einfach bei mir. Jetzt im zweiten Verkaufsvideo, es wird noch ein drittes kommen. Ja, kommen jetzt die Klappmesser im zweiten und im dritten. Und da kommen ein paar ziemlich steile Teile auf euch zu. Der ein oder andere hat es vielleicht schon erkannt an der Pouch hier. Leon Ma Design. Ja, der Leon Ma, recht bekannter Messerdesigner, hat mit David Deng, mit Riyadh Knives, ein paar seiner Designs aufgelegt. Hier haben wir jetzt das Modell V2. David Deng, ja, der halt hinter Riyadh Knives steht, der hat es wirklich geschafft. Der hat mit so vielen bekannten Messermachern jetzt zusammengearbeitet und Designs und Reihen und Mid-Takes aufgelegt. Wirklich, wirklich der Hammer. Gerade wenn ich die Modelle von Todd Beck zum Beispiel sehe, das ist schon irre. Und jetzt halt hier in Zusammenarbeit mit Leon Ma, hier das Modell V2. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wir haben hier einen Titan Framelock Folder. Das Messer befindet sich absolut in einem neuwertigen Zustand. Checkt einfach mal, wo die Teile preislich liegen. Wir haben hier S35 VN. Tobi, das wäre vielleicht auch was für dich. Da kommt noch eins gleich. Vielleicht für deine Riyadh-Sammlung, um die noch zu erweitern. Da könntest du einen Doppelpack für. Natürlich kosten die Geld, keine Frage. Aber ja, da könnte man im Doppelpack ordentlich Geld sparen. Heftige Teile. Schönes Stonewash-Finish. Hier die Flats. Satiniert. Leon Ma-Logo. Ja, und dann die Hardware. Wer sich so ein bisschen auskennt, der erkennt da gleich so die Linie, den Schriftzug von David Deng, auch bei der Titanbearbeitung. Titan Backspacer. 3D Pocket Clip. Ja, wie gesagt, neuwertiger Zustand. Hier findet hier nichts zu mäkeln an diesem Modell. Das Einzige, wir haben hier einen halb versteckten Flipper und der Detent ist sehr, sehr stark. Also die Haltekraft ist enorm bei diesem Messer. Da muss man schon fest dran ziehen, dass man die Haltekraft des Detents überwunden bekommt. Das ist aber so das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, was ich mir vielleicht ein bisschen anders wünschte, nicht ganz so. Wobei ich eigentlich ein großer Fan bin von starken Detents. Ansonsten steht die Klinge wunderbar mittig. Wir haben keinerlei Spiel. Klinge scharf, wie ich schon sagte, neuwertiger Zustand. Ja, tolles, tolles Teil. Kommt dann natürlich in dieser Pouch. Und für dieses Modell hier würden dann 200 € fällig werden. Ja, das ist ein Schnäppchen. Checkt einfach mal aus, was die Teile im Netz kosten. Da sind die 200 € echt ein Schnäppchen. Und dann machen wir gleich weiter mit Leon Ma. Hier haben wir dann das Modell Tempest. Auch wieder Fertigung von Riyadh Knives, David Deng. Hier Bronze anodisierte Hardware. Hier war es ja blau beim V2. Absolut abgefahrener 3D Pocket Clip, der selber aussieht wie ein Messer. Ja, da hat sich Leon mal richtig ausgetobt an diesem Modell. Schön angebrachter Clip. Bei diesem Modell, wie auch beim V2, habe ich gerade nicht gezeigt, haben wir einen innenliegenden Klingenanschlag. Da hat man auf beiden Seiten der Klinge zwei Pins, die laufen mit und schlagen dann hier versteckt an. Finde ich großartig gemacht. Dann hat man hier keinen Pin. Das ist einfach tricky. Gefällt mir total. Ja, und hier das Tempest. Heftige, heftige Klinge. Auch hier wieder absolut neuwertiger Zustand. Technisch absolut tipptopp.
Da gibt es nichts, was ich bemängeln könnte. Heftiger Flipper, ja, Klinge schießt gerade nur so raus. Also wer ein Fan ist von der Fertigungsqualität von Riarton Knives, den kann ich diese Modelle absolut nur empfehlen. Gerade für den Preis, ja, wie die jetzt rausgehauen werden. Hier für das Tempest werden 220 Euro fällig. Das Ding kostet sonst knapp das Doppelte. Ja, wie ich sagte, das Teil ist absolut neuwertig. Toller, toller Schnapper. Ja, starke Gelegenheit, hier mal zuzuschlagen. Bezahlung erfolgt ganz normal über mein Konto oder PayPal, Friends and Family. Und zu der Summe, die ich euch immer zu den Messern nenne, kommt natürlich noch die Versandkosten, die ihr haben wollt. Also wie ihr die Messer verschickt haben wollt. Wer mehrere Messer nimmt, bezahlt natürlich nur einmal Versand. Das versteht sich von selbst. Ja, das Tempest. Sehr, sehr cooles Teil. 220 Euro. Bin mir ziemlich sicher, die Teile werden nicht lange rumliegen hier, die Liomar-Modelle. Dafür sind die Preise einfach zu gut und ja, die Designs, die Verarbeitungsqualität hoch beeindruckend. So, von ganz modernem Zeug springen wir jetzt mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Kommen wir zu Peter Marzitelli. Ich meine, kanadischer Messermacher, habe ich auch mal vorgestellt, dieses Modell hier. Ja, das ist ein Kastenmesser, Liner Lock. Sehr, sehr schönes Messer, sehr, sehr taugliches Messer. Das habe ich als EDC eine Zeit lang getragen, damals, als ich es vorgestellt habe. Sehr taugliche Klinge, super tauglicher Griff. Da stimmt echt eine Menge. Also bei den anderen Modellen, die ich euch jetzt zeige, und auch hier habe ich euch jetzt nicht alle die technischen Daten genannt, schlicht und einfach, weil man die leicht googeln kann. Hier werde ich euch zumindest jetzt mal die Gesamtlänge geben. Wir haben ungefähr 21 cm und eine knapp 9 cm lange Klinge. Ja, das ist ein echtes Kastenmodell von Peter Marzitelli. Das sind, glaube ich, Mikata-Griffschalen. Super sauber arbeitender und stehender Linerlock. Klinge läuft butterweich. Lässt sich, obwohl sie so tief sitzt, leicht einhändig öffnen. Ja, wie ich schon sagte, verriegelt, blitzsauber, absolut kein Spiel. Tolle, tolle Arbeit. Das ist eine ganz, ganz tolle Chance, hier jetzt mal ein Kastenmodell vom Messermacher abzugreifen, wo man normalerweise seine 400 Dollar für bezahlt. Das bietet der Andreas jetzt für 100 Euro an. Absolutes Schnäppchen. Das Einzige, was ich bei diesem Modell hier sagen muss, der Peter Marzitelli, der ist als Messermacher, ja, baut sehr anständige Messer, aber der hat auch so ein Spleen, der macht die Schrauben, der kittet die zu, keine Ahnung, was er da reingeschüttet hat, weil er nicht möchte, dass Leute seine Messer auseinandernehmen. Also das ist schon sehr bizarr. Das sei einfach jetzt nochmal erwähnt. Da ist also irgendwas drin eingegossen, damit man halt die Schrauben nicht lösen kann. Was man ihm zugute halten muss, das Messer hat ja jetzt schon viele Jahre auf dem Buckel und das funktioniert immer noch wie eine Eins. Also ja, beim Basketball sagt man immer, wer trifft, hat recht. Von daher kann man ihm das jetzt mal verzeihen, aber es ist schon ziemlich verrückt. Am Ende bleibt es, dass das für alle, die große Klapper mögen, ist das eine großartige Chance, mal ein Kastenmodell ranzukommen, was normalerweise viel, viel Geld kostet. Und da sind die 100 Euro hier ein absoluter Schnapper. Guti, Peter Marzitelli, Linerlock, 100 Euro, sehr, sehr cooles Teil. So, dann geht's weiter mit Polforce, im alten Polforce Bravo Modell mit D2 Stahl. Hier in sehr satten, sehr knalligen, orangefarbenen G10. Das sind Cuscadi-Griffschalen. Sehr, sehr schönes Modell, das Bravo. 42A-konform, sehr, sehr bulliges Teil. Habe ich früher auch gehabt, hat mir gut gefallen.
tolle, tolle Ergonomie, kannst du im Vorgriff gehen, hast immer gute Kontrolle. Das gefällt mir an den Pole Force Griffen, Backlock. Das ist ein sehr anständiger Zustand bei diesem Modell hier. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Feder. Könnte meiner Meinung nach ein bisschen strammer noch schließen. Also ihr seht es ja hier, die Feder zieht ja irgendwann und schnappt sie sich ein. Ja, hat halt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Wir haben minimales seitliches Spiel. Auf und ab ist alles okay. Klinge, Messer wurde benutzt, aber alles in einem anständigen Zustand. Klinge ist scharf. Jo, und das Beste an diesem Teil ist dann auch wieder der Preis. Dafür möchte der Andreas gerne 80 Euro. Ja, und ein Pole Force mit Cuscadi-Griffschalen für 80 Euro, das ist schon ein netter Deal. Guti, Pole Force Bravo D2, orangefarbene G10-Griffschalen von Cuscadi für 80 Euro. Dann als nächstes haben wir ein Ontario Red One. Da muss ich euch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sehr bekanntes Modell. Absoluter Klassiker. Tja, ich kann euch gar nicht die Farbe nennen. In dieser Farbvariante hatte ich das noch nie in der Hand. Das sind, glaube ich, so FRN-Griffschalen. Ja, ich kann den Ton auch nicht wirklich definieren. Messer macht einen sehr, sehr guten Zustand, beinahe schon neuwertig. Wir haben hier eine Limited Edition 592 von 800, Fertigung in Taiwan. Ja, absoluter Klassiker in der EDC-Welt für Messer unter 50 Euro, Liner Lock. Wir haben keinerlei Spiel, läuft sauber, lässt sich gut öffnen. Jo, ich denke, dazu muss ich nicht allzu viel sagen. Für dieses Modell möchte der Andreas 35 Euro haben. Auch das ein anständiger Preis, wie ich finde. So, und als nächstes kommt das Fellkniven GP, das Gentleman's Pocket. Das Gentleman's Pocket Knife hat schon eine sehr, sehr schöne Präsentation. Geht aber auch völlig okay. Das ist preislich ein recht kostspieliges, kostenintensives Messer. Andererseits hat das auch eine Menge zu bieten. Kommt durchaus mit dem Charme älterer Taschenmesser daher. Ist aber natürlich modern gefertigt in Japan mit feinsten Materialien. Hier haben wir einen schönen Laminatstahl, der auch ordentlich was ab kann. Also das Messer ist nicht nur für die Vitrine gedacht, damit soll man auch arbeiten. Hat ganz, ganz feine Gebrauchsspuren. Wenn man hier auf der Klinge guckt, ganz, ganz feine Kratzer in der Klinge. Wurde also auch durchaus mal benutzt und ich finde, das sollte man auch mit diesem Messer machen. Das sieht mir nach einem wunderbaren Arbeiter aus. Wunderschöne Mikata-Griffschalen. Hier das Fellkniven-Emblem. Liner-Lock. Allein die Mikata-Griffschalen sind der absolute Hammer. Dieses grünlich-braune sieht wunderschön aus. Hat keinerlei Spiel auf, ab, links, rechts nicht. Liner-Lock steht sicher. Verriegelt sauber. Klingenzentrierung leider nicht ganz mittig. Müsste man mal gucken, was man da noch einstellen kann. Ich gehe da jetzt persönlich nicht ran. Befindet sich in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich denke, das kann man hier auch den Bildern gut entnehmen. Auch hier leichte Kratzer auf dem Backen, auf den Edelstahlbacken. Hohe japanische Fertigung. Sehr, sehr schönes Modell, dieses Fellkniven GP. Und wird auch zum sehr anständigen Preis angeboten. Der Andreas möchte dafür 170 Euro. Also für alle, die sich schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, dieses Modell zu ordern. Ich glaube, das kostet sonst so um die 250 Euro, die bekommen hier einen anständigen Deal.
Sehr, sehr beeindruckendes Messer. Tolle, tolle Klinge. Alles sehr, sehr stabil aufgebaut. Jo, das Fellkniven GP für 170 Euro. Sehr, sehr cooles Teil. Dann als vorletztes haben wir ein Benchmade Griptilian. Und zwar mit Spidey Hole. Wir haben hier das Modell 550, glaube ich. Sehr guter Zustand der Klinge. Absolut top, da gibt es nichts zu bemängeln. Klinge, Schneide ist auch noch sehr, sehr scharf. Wir haben hier original Kevin Wilkins Grip Schalen verbaut mit einem Titan Backspacer. Ja, die geben in der Tat wirklich nochmal ordentlich Grip. Ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack als die Originalschalen. Das ist G10, die Originalschalen sind Nylon. Funzen auch gut im Original, aber das hier wirklich nochmal was ganz anderes. Ja, das Griptilian E, absolutes Top-EDC-Messer, ist hier wunderbar eingestellt. Fliegt geradezu zu. Wir haben quasi... Ja, wir haben minimales seitliches Spiel, null Spiel auf und ab. Funktioniert wirklich erstklassig. Gut eingestellt. Ja, sehr, sehr cooles Teil. Ja, wer Bock auf ein Top Benchmade hat, hier haben wir leichte Abnutzungsspuren. Am Clip wurde also getragen. Das ist aber auch das Einzige, was ich hier groß sehe. Hinten der Backspacer, da haben wir auch Gebrauchsspuren. Und ansonsten, Klinge sieht wirklich top aus. Scheint mir also mehr getragen als genutzt worden zu sein, dieses Modell. Jo, und für dieses Benchmade Griptilian werden 140 Euro fällig. Jo, das ist ein fairer Preis. Das ist, wie ich schon sagte, als EDC-Messer wird das von vielen, vielen gelobt, getragen. Ich selber hatte es auch mehrfach. Das ist ein tolles, tolles Teil. Hier mit den Wilkins-Griffschalen für 140 Euro ein fairer Deal. Alles klar, Gudi. Und jetzt kommen wir zum letzten Modell. Und das ist ein Fellholder-Kasten. Kommt in dieser kleinen gefütterten Pouch. Da kommt noch so ein kleiner Dogtag mit. Finde ich ganz, ganz cool gemacht. Da stehen nämlich so die Daten mit raus. Das ist das Modell The Gathering aus 2013. Set and Blade mit CPM 154 mit einer GC Einlage, Black G10 Inlay, ja, Titan Frame Lock, Titan Schrauben, Abstandshalter, alles aus Titan, die ganze Hardware. Und hier ist dieses Kastenmodell. Also das ist jetzt kein Mittag oder sonst was, keine Serie. Hier haben wir ein Kastenmodell. Das sind so die Messer, Frank Supracor, du bist gemeint. Das wäre sowas für dich. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das nicht zu klein wäre. Hier haben wir wirklich, was hatten denn? Dann haben wir hier irgendwo noch die Maße? Nee, leider nicht. Dann messen wir die mal kurz nach. Wir haben hier 16,5 cm Gesamtlänge und knapp 7 cm Klinge, wovon 6,5 effektiv scharf sind. Das ist wahrscheinlich in deinem Beuteschema ein bisschen zu klein, Frank. Ist aber ein sehr, sehr schönes Modell. Top-Zustand. Sieht wirklich erstklassig aus. Hier noch gemarkt, CPM 154 und die Jahreszahl 2013. Blitzsaubere Fertigung, Titan Frame Lock, läuft butterweich, die Ten greift sauber, hat einen schönen Sound. Kann man jetzt bestimmt, kann man schwer einfangen, aber klingt einfach gut. Klingenzentrierung ist sauber. Sehr, sehr massiv für so ein kleines Messer. Sehr massive Titangriffschalen. Hier mit dem
G10, mit der G10-Einlage ganz, ganz flasch poliert, eingepasst. Tolle Arbeit. Custom Hardware. Jo, Custom Feldholder. Ja, sehr, sehr cooles Teil. Das gibt es allerdings jetzt nicht so günstig. Ich habe keine Ahnung, was sowas neu kostet. Kann ich euch nichts zu sagen. Der Andreas möchte dafür gerne 290 Euro. Ja, und so wie die Preise vom Andreas bisher gesetzt sind, kann man davon ausgehen, dass das auch ein sehr, sehr fairer Preis ist. Für einen Kastenklapper auf alle Fälle ein günstiges Angebot. Und für alle Leute, die auf kleinere, aber sehr, sehr taffe Taschenmesser stehen, in hoher Fertigungsqualität, die nicht jeder hat, der ist hier an der perfekten Adresse. Jo, für dieses Feldholder Kastenmodell, für das Modell Gathering werden dann 290 Euro fällig. Alles klar, dann sind wir auch durch. Jo, meine Kehle ist auch schon ganz trocken, muss gleich erstmal wieder was trinken. Jo, das waren das zweite Verkaufsvideo mit den Klappern. Ja, eins wird noch kommen, ebenfalls noch mit Klappmessern. Da sind auch noch ein paar nette Modelle bei. Ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Und wer Interesse hat, der schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Jo, und dann war's das. Alles klar, bleibt gesund. Peace, ich bin raus.